Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu einem neuen Portaltag-Orakel. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ihr hattet ein schönes Wochenende, einen schönen vierten Advent. Ihr könnt hier zwischen zwei Stapeln auswählen. Ihr könnt hier Themen belegen, Personen, Lebensbereiche. Folgt da bitte ganz eurer Intuition. Die Anfangszeiten für die Stapel findet ihr unter dem Video. Und für diejenigen, die es nicht so eilig haben, nehmt euch gerne mit mir einen Moment Zeit. Atmet tief ein und wieder aus. Ja, wir sind in der Weihnachtswoche angekommen, ihr Lieben. Und ich hoffe, ihr habt nicht allzu viel Stress, dass es euch, wie gesagt, gut geht. Ich würde euch gerne nochmal danken für all eure positive Unterstützung in Form von Energie, von Spenden, von Likes, von Kommentaren und Abos. Wirklich vielen, vielen Dank dafür. Das hilft mir sehr, es motiviert mich, es hilft mir, diesen Kanal weiter auszubauen. Und an dieser Stelle schon mal ein dickes Dankeschön. Wird wahrscheinlich nicht das letzte nicht das letzte Mal sein dieses Jahr, dass ich das sage, aber okay. So, wir beginnen mit dem linken Stapel. Ich habe gearbeitet mit dem Herbury, The Illustrated Herbury von der Maya Toll. Dann haben wir hier zusätzlich noch das, immer vergesse ich, mir die Verpackungen dazu zu nehmen. Hier haben wir als zweites aus dem Tarot das Phantom Tarot Deck. Und zu guter Letzt, die ziehe ich jetzt gleich spontan dazu, aus dem Sacred Self-Care Orakel von der Jill Pyle. Da gibt es nochmal einen praktischen Hinweis darauf, was ihr tun könnt, um jetzt gerade auch in dieser letzten Woche, beziehungsweise vorletzten Woche des Jahres, aber die Woche vor Weihnachten, gut auf euch aufzupassen und euren Energiehaushalt im Gleichgewicht zu halten. Ja, Charms gibt es natürlich auch noch oben drauf. Und ja, ich freue mich auf euch. Bis gleich. Hallo ihr Lieben, ihr habt euch für das Tigerauge entschieden. Und dementsprechend möchte heute zu euch kommen die Botschaft des Apfels, die verbotene Frucht. Ah, interessant, interessant. Okay, ich nehme mal die Tarotkarte direkt dazu. Und da kommt für euch der König der Stäbe. Na, schau an. Da haben wir ihn wieder. So, als allererstes, ganz rein intuitiv, würde ich sagen, es gibt hier vielleicht jemanden, für den ihr eine verbotene Frucht darstellt. Der König der Stäbe schaut hier in diesen Apfel hinein. Das könnte hier ein Thema sein. Es könnte auch sein, dass du diese Woche in irgendeiner Art und Weise mit deinen verborgenen Leidenschaften, mit deinen verborgenen Träumen, auch mit vielleicht für dich erstmal unangenehmen Gefühlen konfrontiert wirst. Das kann auf der körperlichen Ebene stattfinden. Wir haben hier die Schlange. Der Apfel ist auch die Frucht der Verführung, ja. Wir kennen sie oder beziehungsweise die Geschichte aus der Bibel. Daher wird der Apfel oft auch mit Versuchung in Verbindung gebracht, aber auch mit Liebe. Der Apfelbaum ist der Baum der Liebe. Bei den Kelten zumindest galt er als Baum der Liebe. So, wir haben hier den Samen des Lebens in der Mitte, einen Teil davon. Das ist quasi, ja, ein Stück universelle, heilige Geometrie, die sich hier im Apfelgehäuse abbildet. Sehr interessantes Thema. Falls du dich damit noch gar nicht beschäftigt hast, kannst du das gerne mal googeln. Das ist sehr interessant. Ja, und es geht hier so ein bisschen, ne, um den Ursprung, um einen Kern zu finden und sich anzuschauen. So, der König der Stäbe kann eine Person im Außen sein, ein Chef, ein Vater, eine Autoritätsperson. Das kann aber auch eine Kraft in dir selbst sein. Und wir haben hier natürlich mit den Stäben eine Feuerkraft. Wir haben das Sternzeichen Löwe insbesondere abgebildet. Auch Feuersalamander sind hier am Thron. Vielleicht hast du eine Beziehung zu diesen Tieren.
Ansonsten haben wir allgemein Feuerzeichen, also nicht nur Löwe, sondern auch Schütze oder Widder. Mag sein, dass das in deiner Chart vorkommt. Und ja, grundsätzlich ist das eine Woche, in der du schon auch viel Power hast, ja, also viel erledigen kannst mit dem König. Der schenkt dir, wenn es eine innere Kraft ist, Selbstbewusstsein, Pioniergeist, Unternehmergeist. Er hilft dir, hier Sachen voranzubringen. Er ist auch durchaus entschlossen. Ja, er sieht hier, er hat hier seinen Stab in der Hand und ja, möchte die Dinge voranbringen. Und das trifft auch auf dich zu in dieser Woche. Vielleicht hast du noch viel zu erledigen, vielleicht hast du ein bestimmtes Projekt, eine Beziehung, irgendetwas, was dir hier sehr, ja, was deine Leidenschaft weckt oder geweckt hat und was du jetzt hier voranbringen möchtest. Und es könnte sein, dass es sich dabei auch durchaus um Träume, um Fantasien, um Vorhaben handelt, die so ein bisschen verborgen sind oder dass hier noch etwas Verborgenes drunter liegt. Etwas, was dich antreibt, was du noch gar nicht so richtig wahrgenommen hast. Ansonsten haben wir hier mit der Schlange wieder mal die Kundalini-Energie, transformative Energie. Hier möchte sich etwas transformieren, auch ans Licht kommen, ja. Wir sehen hier, dass diese Schlange sich aus einem Stück Holz herausschält, ja. Also man konnte vorher gar nicht erkennen, dass da eine Schlange drin ist oder etwas Verborgenes ist. Und ja, das möchte jetzt zum Vorschein kommen. Und es kann sein, dass es sich hier nochmal um Verbote handelt. Also gibt es da etwas, was du dir selbst verbietest, ja, aus moralischen Gründen oder aufgrund von Glaubenssätzen? Das wäre ganz interessant, wenn du da schauen würdest. Gut möglich, dass diese Verbote, ja, irgendwie mit deinem Vater oder mit deiner Mutter zusammenhängen, dass dir hier irgendetwas, ja, zum Beispiel zu viel Genuss, verboten wurde, als negativ dargestellt wurde. Und dass du dieses Verbot irgendwie noch mit dir rumträgst, das wäre eine sehr interessante Frage diese Woche. Inwiefern verbiete ich mir etwas? Warum tue ich das? Ist das sinnvoll? Wir nehmen mal ein paar Charms drauf, ihr Lieben. Ja, interessante Botschaft, ne? Einerseits sehr kraftvoll hier mit dieser Karte und hier noch so ein bisschen geheimnisvoll. So, was haben wir hier? Oh, schaut mal, wir haben die Nummer 7, den Wagen. Ja, okay. Okay, das ist. Passt ganz gut zur Stabkarte, ne? Wir haben hier eine Kraft, die nach vorne möchte, die Dinge in Bewegung bringen möchte, Dinge erledigen möchte. Und auf der anderen Seite haben wir eine Kraft, die, ja. uns ein bisschen in unsere verborgenen Wünsche und Absichten führt. Und es könnte sein, dass da etwas blockiert und dass diese Woche die Woche ist, wo du das aufheben kannst, ja, also diese blockierende Kraft sehen kannst. Darum geht es auch erstmal, ja, etwas sehen, etwas anerkennen, akzeptieren und dann können wir uns vorwärts bewegen. Das könnte durchaus sein. Oh, interessant. Ja, Waage. Da haben wir auch nochmal, ja, ein Luftzeichen erstmal. Vielleicht bist du Sternzeichen Waage. Oder Wassermann oder Zwilling. Auch hier geht es nochmal, ähnlich wie mit dem Wagen, auch etwas ins Gleichgewicht zu bringen. Das ist hier offenbar ein Thema. Wenn es hier jemanden gibt, der für dich eine verborgene Frucht darstellt, eine verborgene, eine verborgene, eine verbotene Frucht darstellt, also jemanden, den du irgendwie begehrst oder zu dem du dich hingezogen fühlst, dann ist die Aufforderung hier, sich auf jeden, das nicht zu unterdrücken, auf keinen Fall diese Gefühle zu unterdrücken, sondern sich wirklich damit zu beschäftigen. Warum ist das so? Warum fühle ich mich so zu jemandem hingezogen? Oder andersrum vielleicht auch, wenn es jemanden gibt, den du echt nicht leiden kannst. Auch dann wäre die Frage, warum? Was genau nervt mich so an dieser Person, ja? Warum? Welches Verhalten finde ich so interessant oder welches Verhalten finde ich so, ah ja, was triggert mich da so an? Das kann dir wirklich eine große Erkenntnis bringen in Bezug auf dich selbst. Denn oft sind andere Leute Spiegel für uns und zeigen uns Eigenschaften, die wir an uns selbst noch gar nicht entdeckt haben, die wir aber gerne hätten.
Oder auch andersherum, sie zeigen uns Eigenschaften an uns, die wir durchaus haben, aber uns nicht erlauben auszuleben. Oder ja, die wir einfach nicht mögen, ja, an uns selbst. In den meisten Fällen wird das hier aber, ja, ich würde sagen, wird das eher jemand sein, den du magst oder bewunderst auch, ja. Es muss auch nicht unbedingt eine romantische Liebe sein, es kann auch jemand sein, den du bewunderst. Und wie gesagt, wenn das eine Kraft in dir selbst ist und du sagst, nee, im Außen ist da niemand, dann, wie gesagt, bist du hier kurz vor einem großen Sprung mit dem Wagen. Da muss aber irgendetwas noch aufgeklärt werden. Du hast noch nicht beide Kräfte beisammen. Das Bewusste und das Unbewusste gehen noch nicht in dieselbe Richtung. Okay, ja, schaut mal. Dann haben wir hier den Erfolg mit dem Stern. Auch die Hoffnung ist mit dem Stern immer angezeigt. Heilung, aber auch, dass etwas erfolgreich verlaufen kann. Und die Voraussetzung dafür scheint mir hier das friedliche Herz zu sein, dass du mit dir Frieden schließt, hier eine Seite an dir vielleicht auch anerkennst, vielleicht auch diese feurige Seite in dir, die manchmal etwas egozentrisch sein kann, die manchmal andere Leute mit ihrer Feuerpower ein bisschen überfährt, die sehr dominant sein kann. Und vielleicht sind das so Sachen an dir, in dir, die du nicht so gerne magst, ja. Und dann wäre hier die Aufgabe diese Woche, damit Frieden zu schließen und auch zu sehen, okay, ja, wenn ich es übertreibe oder dieser Energie ungezügelt freien Lauf lasse, kann mich das in Schwierigkeiten bringen. Aber auf der anderen Seite bringt mir das auch eine Autorität. Es bringt dir auch Energie, Dinge ins Rollen zu bringen oder Dinge am Laufen zu halten. Ja, also wirklich nochmal zu gucken, okay, wenn ich negative Eigenschaften an mir sehe oder fühle, haben die auch was Gutes? Ja, also wirklich hier ein bisschen Frieden schließen mit deiner Persönlichkeit oder mit den Anteilen in dir. Ja, vielleicht ist auch das etwas, was du vermisst, wo du denkst, nee, ich habe gar nicht so viel Feuerenergie in mir. Dann ist die Botschaft hier aber auch, doch, da schlummert eine Feuerenergie. Aber irgendwie darf die nicht so richtig lebendig sein. Warum nicht? Denn wir tragen alle Elemente in uns, ja, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Und natürlich kommt es ein bisschen darauf an auch, was in dir stärker ausgeprägt ist. Aber grundsätzlich können wir alle diese Energien in uns fühlen. Vielleicht nicht in derselben Intensität, aber grundsätzlich sind sie da. Okay, wir machen mal weiter mit den Buchstaben hier. Wir haben ein M, kommt mir so ein bisschen Mutter, muss aber auch nicht sein. Können auch Vornamen sein, ne? Martha fällt mir jetzt ganz spontan ein. Interessant. Naja, wir haben ein O oder eine Null, den Narren im Tarot, der durch die verschiedenen Lebensstationen wandert. Dann haben wir das V, das S und das G. Das können Anfangsbuchstaben sein von Menschen, Orten, Worten, Geistführern, Ahnen. Menschen, die hier involviert sind, beteiligt sind an dieser Situation. Ja, wie gesagt, Abkürzungen können das auch sein. Vielleicht laufen dir diese Buchstaben jetzt auch vermehrt über den Weg. Okay, also sich hier mit etwas auseinandersetzen, was ein bisschen verborgen scheint, vielleicht auch eine verborgene oder verbotene Frucht ist. Das muss auch kein Mensch sein, habe ich glaube ich gar nicht gesagt. Das kann auch, ja, das kann alles betreffen, ja. Vielleicht manchmal auch Situationen oder ja, Wünsche kommen hier ganz stark. Vielleicht gibt es Wünsche, die du dir selbst nicht erlaubst, weil dir beigebracht wurde, dass es schlecht ist, sich das sowas zu wünschen oder, weiß ich nicht, unfair oder sonst irgendwas. Schau da mal hin. Wir fragen jetzt mal die geistige Welt, was kannst du tun, um hier diesen Prozess hier zu unterstützen? Um hier auch an diese Feuerkraft zu kommen und die auch ausleben zu können. Sollte es sich hier um eine andere Person handeln, dann sagen die Karten hier nicht unbedingt go for it. Also der Ratschlag ist nicht direkt in die verbotene Frucht zu beißen, aber auf jeden Fall sich damit auseinanderzusetzen. Weil wenn du diese Gefühle unterdrückst,
werden sie nicht schwächer, sie werden eher stärker, ja. Also wirklich der Ratschlag ist, sich das anzuschauen und bewusst damit umzugehen und nicht versuchen, das wegzudrücken. Okay, wir gucken mal, was haben wir hier? Ach, schaut mal an, da kommt die Nummer 47, das Sound Healing, Klangheilung. Klangschalen kommt mir da als erstes. Also, Meditationsmusik, Klang ist diese Woche besonders wichtig für dich. Auch Musik, wenn du sagst, ja, mit Klangschalen oder so kann ich nicht viel anfangen und Meditationsmusik spricht mich nicht an. Es ist wichtig, dass dich etwas berührt, ja, auf seelischer und emotionaler Ebene. Und wenn dir das dadurch nicht gelingt, dann nimm etwas anderes. Nimm Musik. Vielleicht auch klassische Musik oder auch Rock, Pop, Metal, keine Ahnung, was du gerne hörst. Schlager, Volksmusik, ja, folge da bitte deiner eigenen Intuition. Aber Klang wird dir diese Woche helfen, deine Energien ja, auszubreiten. Einerseits, wir sehen das hier sehr, sehr schön. Ja, natürlich. Und da kommt die Kirchenglocke. Ja, es hilft dir, deine Energien hochzuhalten. Es kann dir auch helfen, hier Frieden zu finden. Vielleicht machst du auch eine Klangschalenbehandlung diese Woche, kann gut sein. Oder du arbeitest selbst mit Klangschalen. Auch dann wird das diese Woche sehr intensiv sein, was du da machst mit deinen Klienten, ja. Und du weißt das sicherlich, wenn du selbst damit arbeitest, dass das ein sehr kraftvolles Instrument ist. Und du wirst diese Woche auch Menschen tatsächlich helfen können, hier verborgene Gefühle vielleicht nochmal wahrzunehmen im eigenen Körper. Aber das gilt natürlich auch für dich selbst. Sehr schön, ihr Lieben, sehr schön. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg dabei und dass ihr hier eine gute Portion Motivation bekommt. Ihr habt ja auch das Tigerauge gewählt. Das ist auch ein sehr kraftvoller Stein, der nochmal Selbstbewusstsein schenken kann. Also falls du einen zu Hause hast, wäre das sicherlich ein guter Tag, um den in die Hand zu nehmen, damit zu meditieren oder ihn bei sich zu tragen. Bisschen aufpassen. Den bitte nicht neben das Bett legen oder so. Das kann manchmal wirklich zu Schlafstörungen führen, wenn du sehr empfänglich bist für diese Art von Energie. Aber über den Tag kann er dir Power bringen. Auf der anderen Seite, wenn du jemand bist, der sehr in dieser Feuerenergie lebt und agiert, dann würde ich den eher nicht nehmen, weil er sonst dazu führt, dass du vielleicht ja andere Leute so ein bisschen überpowerst, also ne, deine Feuerenergie noch weiter unterstützt. Und das wäre jetzt hier nicht so angesagt. Wie gesagt, wir haben hier so ein bisschen die Energie des in Balance bringen. Ihr Lieben, ich hoffe, das war hilfreich für euch. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Ich würde mich sehr freuen. Bis dahin lasst es euch gut gehen. Esst vielleicht einen Apfel. Wie war das noch? Ein Apfel am Tag hält den Doktor in Schach oder weg. One apple a day keeps the doctor away. Wenn du Lust auf einen Apfel hast heute, schadet es sicherlich nicht. Da mal kräftig reinzubeißen. Ihr Lieben, wie gesagt, macht es gut. Ich hoffe, wir sehen uns morgen. Ciao. Hallo, ihr Lieben. Ihr habt euch für den zweiten Stapel und für diese lila Scheibe entschieden. Und ja, zu euch kommen folgende Botschaften. Es hat recht lange gedauert, bis sie rausgefallen sind in diesem Deck. Ich wollte schon fast ein anderes nehmen. Aber dann kamen auch gleich zwei Karten heraus und ja, ich zeige sie euch mal. Da kommt für euch als allererstes der Rosmarin. Remembrance. Ich würde es mal mit Erinnerungen oder auch die Fähigkeit, sich zu erinnern, übersetzen, ganz grob. Und man sieht es ja auch schon, hier hat jemand eine Schleife am Finger, erinnert mich auch so ein bisschen an den Knoten im Taschentuch. Um etwas nicht zu vergessen. Und ganz allgemein und praktisch könnte es sein, dass du diese Woche dazu neigst, Dinge zu vergessen. Also schreib dir vielleicht das eine oder andere Wichtige auf, vorweg als ja, kleiner praktischer Tipp. Und als zweite Karte kommt zu dir das Getreide. Nein, gar nicht wahr. Der Hafer. Es ist der Hafer. Und der sagt, just be. Einfach mal sein. Und wir sehen hier schon einen kleinen Steinturm. Das dürfte vielen Menschen bekannt vorkommen, die hier zuschauen. Hier geht es wieder mal, möchte ich sagen, um das Thema zur Ruhe kommen. Einfach sein, Meditation,
Stille bei dir ankommen ist hier so ein bisschen das Thema. So, ich nehme mal die Tarotkarten direkt dazu. Auch zu dieser Karte gibt es noch mehr zu sagen. Mache ich gleich. Und aus dem Tarot kommt zu dir. Als erstes mal die 7 der Kelche. Und als zusätzliche Karte wollte der Page der Kelche zu dir, der Bube. Interessant, interessant. Ich muss das hier mal wieder ein bisschen umbauen, damit ihr die Karten sehen könnt. So. Der Rosmarin ist eine sehr interessante Karte, tauchte auch bisher noch nicht auf aus diesem Deck. Da geht es darum, dass du dich erinnern darfst. Ein ähnliches Thema hatten wir jetzt auch gestern schon. Da ging es um die Vergangenheit, in die wir eintauchen und um Personen, Erfahrungen, Situationen, an die wir uns erinnern dürfen, die positiv waren, die wir positiv gestaltet haben. Der Rosmarin hier geht jetzt noch mal einen Schritt weiter und sagt, ja, du sollst dich erinnern. Erinnern ist diese Woche ein Thema. Aber er bittet dich, über deine persönlichen Erinnerungen hinauszugehen und dir klarzumachen, dass ja, dein Körper aus so vielen Molekülen besteht, die jedes für sich eine Erinnerung mitbringt, auch durchaus eine kosmische Erinnerung. Also hier möchte etwas wachgerufen werden, was über dein Leben hinausgeht. Und das kann in Verbindung stehen mit Ahnen, also wirklich nicht nur mit denen, die du gekannt hast, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, sondern wirklich auch noch mal tiefer in die Ahnenreihe reinzugehen. Ja. Und dich mit dieser Kraft zu verbinden, denn da möchte eine Erkenntnis oder eine Weisheit zu dir kommen. Ja, hier möchte man dich, deine Ahnenlinie, aber auch wirklich der Kosmos möchte dich hier an etwas erinnern. Und es mag sein, dass du Zugang zu dieser Energie erhältst, wenn du dich wirklich für einen Moment heute auf dich selbst konzentrierst. Für einen Moment, also wirklich für ein paar Minuten, 15, vielleicht auch eine halbe Stunde, je nachdem, wie lange du das möchtest, kannst, Zeit hast, dich wirklich zurücknimmst, beziehungsweise alle Ablenkungen ausschaltest und für den Moment mal alle Erwartungen fallen lässt an dich, an den Moment, an das Leben. Also wirklich für ein paar Minuten nichts erwarten. Einfach nur im Augenblick sein und dich selbst wahrnehmen und das, was ist. Auch für den Moment mal keine Fragen zu stellen, sondern es auch mal zu ertragen, in Anführungsstrichen, nicht zu wissen, was kommt. Nicht zu wissen, wie es weitergeht. Ja, ist keine leichte Aufgabe. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Solltest du das mit Meditation nicht gut können, dann versuche einen Spaziergang zu machen oder eine Tätigkeit auszuüben, die es dir hilft, deinen Geist, unseren ewig plappernden Geist, zur Ruhe zu bringen. Ja, das kann alles Mögliche sein. Kochen, Handwerken, Handarbeit, was auch immer dir hilft, deinen Geist, wie gesagt, so ein bisschen zur Ruhe kommen zu lassen. Deinen Geist vielleicht auch mit etwas anderem zu beschäftigen. Ja, mit einer regelmäßigen, ja, sowas wie halt gehen oder halt etwas regelmäßig in rhythmischen Bewegungen durchzuführen, auszuführen, hilft uns auch in diesen Zustand zu kommen. Sehr spannend. Vielleicht habt ihr auch im Moment gerade irgendwie seid sehr beschäftigt mit Ahnen, Familie. Ist ja auch nicht unwahrscheinlich. Wir gehen auf Weihnachten zu, da kommen diese Themen ja auch gerne nochmal hoch. So, zusätzlich haben wir hier die 7 der Kelche. Und das ist fast ein bisschen eine ähnliche Energie, wird hier angedeutet wie im linken Stapel. Da ging es um eine verbotene Frucht, um eine Versuchung. Und wenn das irgendwie ein Thema für dich ist, schau doch da gerne auch nochmal rein in den Stapel. Hier ist es ähnlich gelagert, aber trotzdem auch ein bisschen anders. Wir haben hier jemanden, der vor 7 Kelchen steht, 7 Möglichkeiten hat,
Das können tatsächlich 7 Möglichkeiten sein in deinem Leben. Es geht auf jeden Fall um mehrere Möglichkeiten, die du hast im Beruf, in der Partnerschaft, in der Familie. Das können Verhaltensweisen sein, die dir zur Verfügung stehen. Das können Sachen sein, die du erreichen möchtest in deinem Leben, etc. Und du weißt nicht so richtig, welche Richtung du einschlagen sollst, welchen Kelch du wählen sollst, welchen Partner du wählen sollst, etc. So, das ist die Situation. Und interessant ist, dass jetzt hier der Page der Kelche dazukommt. Das kann ein Teil in dir selbst sein, ein junger, ja, sehr kreativer Teil in dir. Das kann aber auch ein Kind sein, ein Jugendlicher, ein junger Mensch, vielleicht dein Sohn, deine Tochter, Enkel, Enkelin, Cousin, Cousine, keine Ahnung. Ein junger Mensch, den du kennst, ihr müsst auch nicht verwandt sein, ja. Es kann auch ein junger Freund sein, eine junge Freundin. Jedenfalls jemand, der sich sehr kindlich verhält oder sehr jugendlich wirkt, auch wenn diese Person vielleicht schon älter ist. So, und für mich ist hier die erste Ansage die klarste. Wenn das hier ein Teil von dir ist, und diese 7 Kelche hier für Möglichkeiten stehen, die du ergreifen kannst, dann sieht das für mich so aus, als würde hier der Bube der Kelche dir noch einen zusätzlichen Kelch bringen, wo man ja erstmal sagen könnte, oh, ich habe schon 7 Kelche, ich brauche jetzt wirklich nicht noch den 8. Muss nicht sein. Aber es könnte sein, dass dieser 8. Kelch der entscheidende ist. Ja, also dass du dich für diese 7 Kelche nicht so richtig entscheiden kannst, weil nicht der richtige Kelch dabei ist. Der richtige Kelch ist vielleicht hier. Und dann lautet der Ratschlag hier auf jeden Fall, bitte beziehe deine kreative, fantasievolle Seite, diesen Anteil in dir, mit ein in deine Überlegungen. Ja, du brauchst hier diesen 8. Kelch, weil der entweder einen anderen Kelch verändert oder eben auch nochmal eine andere Möglichkeit darstellt, die für dich jetzt die richtige wäre. Ganz kurz, wir haben hier Wasserzeichen, ganz klar mit den Kelchen, ne? Fische sind sogar abgebildet, Skorpion oder Krebs können hier ein Thema sein. Auch hier haben wir nochmal ganz klar das Wasser für mich. Auch hier, wobei man hier auch von Luftzeichen sprechen könnte. Mir ist nicht, ich weiß nicht, ob das hier Wasser ist oder vielleicht sogar eine Art von Nebel. Ich tendiere eher zum Nebel, also Luftzeichen, Waage, Wassermann, Zwilling. Ganz anbei. Das können Zeichen sein für die Personen, die hier beteiligt sind oder Energien, die der Tag bringt. So, heute jedenfalls könnte es sein, dass du eine Entscheidung treffen möchtest, musst. Oder schon seit längerer Zeit dich hier zwischen verschiedenen Varianten entscheiden möchtest. Und heute könnte ein entscheidender Puls von außen kommen auch, ja. Also wenn das nichts Inneres ist, dann könnte es gut sein, dass hier ein jüngerer Mensch oder ein Mensch in der Energie, die ich gerade beschrieben habe, dir heute einen entscheidenden Hinweis gibt. Einen entscheidenden Impuls. Und das wird etwas sein, was dich emotional anspricht, ja. So. Ja, ansonsten ist es interessant, gilt auch für diese Situation natürlich, bitte Ruhe bewahren, bitte keine voreiligen Entscheidungen treffen. Ja, wirklich abwägen, was ist jetzt das Richtige für mich. Diese Karte spricht manchmal auch von Versuchungen im Sinne von, dass wir vielleicht die Möglichkeit haben, irgendwie zu schummeln, in irgendeiner Art und Weise, wenn es um Geld geht, wenn es um die Liebe geht, etc. Und heute wäre es wichtig, dieser Versuchung zu widerstehen, nicht zu schummeln. Heute nicht schummeln. Das kann auch die Woche betreffen, ja. Also Abkürzungen oder irgendwelche Sachen, die ja auf unlautere Weise uns das Leben leichter machen, sind jetzt hier nicht begünstigt. Manchmal ist es gut, eine Abkürzung zu gehen, diese Woche nicht. Wirklich nicht. Und es könnte gut sein, dass es sich um eine Situation handelt, die, wie gesagt, auch in deiner Ahnenreihe, die schon viele Menschen vor dir erlebt haben, auch vielleicht deine Eltern, deine Großeltern, ja, dass man hier irgendwie eine Entscheidung treffen wollte, aber auch emotional nicht so genau wusste, was soll ich machen? Für was soll ich mich entscheiden? Und ich sag's nochmal, deine innere kreative Seite möchte hier ein Wörtchen mitsprechen. Bitte gib ihr den Raum, bitte hör ihr zu.
Wenn das von im Außen kommt, gilt dasselbe, ja. Vielleicht bekommst du einen guten Rat von deinem Sohn, deiner Tochter, von jemandem, von einem jüngeren Menschen, dessen Ratschlag du vielleicht sonst auch nicht ernst nehmen würdest oder etwas Ähnliches. Dann wäre hier jetzt aber der Ratschlag, bitte nimm das ernst. Nee, wir nehmen erst ein paar Chumps dazu. Ja, eine Möglichkeit ist noch, die wird nicht auf viele zutreffen, könnte aber sein, dass wenn es sich hier um Liebesangelegenheiten handelt, heute eine mit dem Buben der Kelche auch eine Liebesnachricht ins Haus flattert. Ja, auch das ist möglich und du dann auf einmal weißt, dass dieser Mensch vielleicht der Richtige für dich ist. Kann in manchen Fällen sein. Okay, dann, oh, das ist übersichtlich. Wir haben für dich die Nummer 20. Das Gericht. Ja, ist ja manchmal auch so ein bisschen die Karma-Karte. Mag sein, dass es hier wirklich auch um etwas geht, um eine Situation, die schon länger in deinem System, in deinem Leben, aber auch in früheren Leben, vielleicht, wie gesagt, sogar in deiner ganzen Ahnenreihe, eine Rolle spielt. Oder die immer wieder auftaucht. Unentschlossenheit kann hier ein Thema sein. Okay. Ja, ist aber, sehr schön. Ich wollte gerade sagen, ist keine leichte Aufgabe, aber du hast die Kraft, diese Aufgabe jetzt zu meistern. Manchmal brauchen wir, weiß ich nicht, viele Leben, um bestimmte Themen zu bearbeiten oder Aufgaben zu lösen. Und du hast jetzt in diesem Leben auf jeden Fall die Möglichkeit, hier ein emotionales Thema zu lösen. Oder eine Lösung zu finden, die bisher noch niemand gegangen ist vor dir. Da kommt mir gerade auch noch ein kleiner Zusatz. Vielleicht hast du auch einen jungen Menschen in deinem Leben, der oder die gerade sehr beschäftigt ist, damit hier eine Entscheidung zu treffen bezüglich des Liebeslebens oder des Berufes oder überhaupt des, ja, also vielleicht. Da der Bube hier auch so reinschaut, könnte es auch sein, wie gesagt, dass hier jemand vielleicht Suchtprobleme hat oder in irgendeiner Art und Weise Illusionen aufsitzt in seinem Leben. Für manche mag das, also manchmal trifft das auch auf dich selbst zu. Und dann bedarf es großer Ehrlichkeit, sich selbst gegenüber, sich das einzugestehen. Aber wie gesagt, mit dem Magier hast du die Fähigkeit dazu. So, dann haben wir hier noch das X, beziehungsweise das Rad des Schicksals. Schon wieder das Z mit dem X, ne? Ja, und auch mit dem Gericht hier. Da möchte etwas Altes einerseits auftauchen, ja, an die Oberfläche kommen, ein altes Thema, das jetzt wirklich gelöst werden kann mit der 1. Dum, dum, dum. Dann haben wir hier noch ein F. Interessante Legung bei euch, wirklich. Ein Y, das können Anfangsbuchstaben sein von Personen, Orten, Worten, Geistführern, Ahnen. Abkürzung, vielleicht laufen euch diese Buchstaben über den Weg heute oder in dieser Woche. Dann haben wir hier noch ein Sternzeichen und zwar den Schützen. Ja, wir sind in der Schützezeit. Kann ein Verweis darauf sein, dass das jetzt auch im Schützezeitraum passiert. Also Ende November bis jetzt zum 22. Dezember. Oder ein Schütze ist hier involviert. Vielleicht bist du auch Schütze, ein Feuerzeichen. So, ja, da geht es auch um Fokussierung, ne? Dass wir uns entscheiden für etwas und uns darauf konzentrieren. Vielleicht ist das auch ein Ding, dass du zu viele Eisen im Feuer hast sozusagen und dann rät dir der Schütze, dir ein, maximal zwei Projekte rauszusuchen und sich wirklich darauf zu konzentrieren und die anderen erstmal zurückzustellen. Aufgeschoben ist nicht immer aufgehoben, von daher, ne, wenn du hier irgendwie Probleme hast, deine Energien zu zentrieren, davon spricht auch diese Karte, dann wäre es jetzt gut, dich wirklich auf ein Thema oder maximal zwei Themen wirklich einzuschießen. Haha, Schütze, Pfeil. Um sich nicht zu verzetteln. Okay. Wir nehmen mal eine Karte oder zwei, je nachdem. Kriegen wir hier noch einen Hinweis. Was ist zu tun für die Menschen, die sich für diesen Stapel entschieden haben? Was ist hier zu tun?
Das Universum, was ist hier zu tun? Ja, es ist wie schon, als ich die anderen Karten gemischt habe, dauert es hier ein bisschen. Ja, okay. Den Ratschlag sehen wir wirklich jetzt nicht zum ersten Mal. Rest, ruhe dich bitte aus, Nummer 43. Ja, nichts überstürzen, ne? Es ist immer wieder das Thema auch. Und auch dieses bitte genug Ruhe, gönnt euch genug Entspannung. Auch wenn ihr einen sehr stressigen Alltag habt, bitte nehmt euch die Zeit, genug zu schlafen. Vielleicht plant ihr eine extra Stunde Schlaf ein oder zwei. Oder ihr gönnt euch ein Mittagsschläfchen, wenn das möglich ist. Ja, wirklich, es ist wichtig. Es zieht sich wirklich durch. Und auch hier mit dem Just Be, ja, also echt diese Verbindung, der Kontakt zu dir selbst ist im Moment sehr, sehr wichtig. Ah, ihr Lieben, auch Hilfe aus der Ahnenlinie kann hier angefordert werden von dir. Wenn das eine Situation ist, mit der du dich überfordert fühlst, dann bitte hier deine Ahnen, deine Vorfahren, vielleicht sogar jemanden aus deiner Familie oder jemanden, der älter ist als du, der mehr Erfahrung hat, mehr erlebt hat, um einen Rat. Das kann auch helfen in dieser Situation. Aber ansonsten ist die Antwort hier in dir, ne? Wir haben hier wirklich einmal mit dieser Karte, mit der Restkarte und auch mit dem Magier hier den Hinweis darauf, dass du die Antworten in dir hast und in dir findest, wenn du dir genügend Zeit dafür gibst. Okay, ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Danke für eure Zeit und euer Vertrauen. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen würden. Da ist auch Sonnenwende, Wintersonnenwende. Das dürfte eine spannende Geschichte werden morgen. Und ja, bis dahin, wie gesagt, lasst es euch gut gehen. Ruht euch aus, gönnt euch genug Entspannung. Und wir sehen uns. Ciao.